Englands Norden. Grenzland, Zankapfel, Schmelztiegel. Kelten, Römer, Wikinger, Normannen haben hier gesiedelt, einander bekämpft, voneinander gelernt, jahrhundertelang. Mächtige Burgen sind im Grenzland entstanden, aber auch Klöster, Kathedralen, Herrenhäuser. Englands Norden, das war ein Zentrum von Kunst und Wissenschaft, von Glauben und Aberglauben. Wir bereisen die Grafschaft Yorkshire. Die Römer nannten diese Stadt Eboracum. Unter den Angelsachsen hieß sie Eoforvik. Im 9. Jahrhundert eroberten sie die Wikinger und gaben ihr den Namen Jorvik. Daraus wurde dann York. Im Zentrum von York liegt das Münster. Das größte gotische Gotteshaus nördlich der Alpen, die Kathedrale des heiligen Petrus zu York, ist wie Canterbury Sitz eines Erzbischofs der anglikanischen Kirche. Mit dem Bau des Längsschiffs wurde 1291 begonnen. Es ist so breit, dass die Baumeister des Mittelalters es nicht wagten, die Decke aus Stein zu konstruieren. Die schlanken Pfeiler tragen ein Holzgewölbe. York Minster ist berühmt für seine Buntglasfenster. Im nördlichen Querschiff ist das älteste zu sehen, das Fenster der fünf Schwestern aus dem Jahr 1260. Grünes und graues Grisaille-Glas wurde hier verarbeitet. Das Besondere daran, es gibt keine figürlichen Darstellungen, nur geometrische Muster. Man sagt, das sei auf den Einfluss des Islam auf jene Ritter zurückzuführen, die von den Kreuzzügen zurückgekehrt waren. Eine monumentale Zwischenwand trennt seit dem 15. Jahrhundert Chor und Querschiff. Lebensgroße Darstellungen der englischen Könige, von Wilhelm dem Eroberer bis Heinrich dem VI., betonen die Bedeutung von Stadt und Erzbistum. Ganz anders die Atmosphäre im Kapitelhaus. Der achteckige, säulenlose Raum ist ein Ort stiller Meditation und Selbstversenkung. Steinerne Porträts und Drollerien, Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Schon im 7. Jahrhundert gab es an dieser Stelle eine Kultstätte. Bis in die finsteren Tage des Aberglaubens reichen somit die Fundamente des Minsters hinab. Eine unheilige Verbindung und ein Faszinosum für jene, die an eine Geisterwelt glauben. Für sie ist York ein ganz besonderer Ort. Charles Hunt ist Experte für Übersinnliches. Er gewährt uns einen Blick auf die andere Seite seiner Stadt. Erste Station ist das Minster. The story goes that in the 13th century one of the master masons working on the construction of the Minster. Einer der Steinmetze, die im 13. Jahrhundert am Minster arbeiteten, hatte einen Hund namens Seamus. Herr und Hund liebten sich sehr. Bei ihren Kollegen waren sie allerdings unbeliebt. Eines Tages lockten ein paar Lehrlinge den Hund in eine Nische im südlichen Querschiff und mauerten ihn bei lebendigem Leibe ein. Und so hört man heute noch gelegentlich das Bellen des Hundes im Minster. Eine schaurige Geschichte.
Noch gruseliger soll es im Haus gegenüber zugehen. Hier residierte der Schatzmeister des Minster. Vor wenigen Jahren erst machte ein Klempner, ein gewisser Harry, der im Keller bei der Arbeit war, eine entsetzliche Entdeckung. A horse's head. The head of a very large horse, like a shire horse. Einen Pferdekopf. Einen riesigen Pferdekopf, der aus der Wand lugte und dem alsbald der Rest des Pferdes folgte. Im Sattel ein römischer Centurio, müde von der Schlacht. Pferd und Reiter durchquerten den Keller und verließen ihn durch die gegenüberliegende Wand. Übersinnliche Wahrnehmung oder einfach zu viel Whisky? Wo das Treasurer's House steht, verlief tatsächlich eine römische Heerstraße. York is said to be the most haunted city in the world. Mit 504 Geistern ist York die verwunschenste Stadt der Welt. Und hier steht eins der verwunschensten Häuser. Genug Geistergeschichten. York ist nicht nur eine mystische mittelalterliche Stadt, sondern auch eine durchaus moderne und lebendige. Gleichwohl, der Vergangenheit begegnet man auf Schritt und Tritt. Viele Straßennamen beispielsweise erinnern an die Zeit der Wikingerherrschaft. Sie enden nicht auf Street, sondern auf Gate vom altnordischen Gata. Und das ist noch nicht alles in Sachen Sprachverwirrung. In York sagt man, a street is a gate is a bar, and a bar is a pub. Eigentlich ganz einfach, oder? Die Metzger haben schon im Mittelalter einem ganzen Straßenzug den Namen gegeben. The Shambles, das heißt so viel wie die Schlachtbank. Heute wird hier immer noch Markt gehalten, aber in dem malerischen Viertel haben Souvenirläden längst die Schlachthäuser verdrängt. Ein Rundgang durch York endet immer am Minster. Ebenso zwingend führt er aber auch ans Wasser. Die Stadt liegt am Zusammenfluss von Ouse und Foss. Und genauso sicher trifft man irgendwann auf eins der alten Stadttore, die, nicht vergessen, Bars heißen und Zugang zu 4,5 Kilometer Stadtmauer gewähren. Castle Howard. Der Herrensitz 25 Kilometer nördlich von York gilt vielen als vollkommenstes Barockschloss Englands. Vor 300 Jahren wurde es von John Vanbrugh erbaut. Vanbrugh war eigentlich Dichter und Dramatiker. Er hatte in seinem Leben noch nie als Architekt gearbeitet. Den Auftrag bekam er, weil er und der Bauherr Charles Howard, der dritte Earl of Carlisle, Mitglieder im selben Club waren. Canaletto, Gainsborough, Holbein. Eine erlesene Gemäldesammlung, Porzellan und Plastiken, Möbel und Teppiche. Castle Howard präsentiert sich als Schatzkammer des feudalen 18. Jahrhunderts. Die vollkommene Symmetrie und Eleganz des Haupthauses setzt sich in den Parkanlagen mit ihren perfekten Rasenflächen, mit Pavillons, Mausoleen, Skulpturen, Teichen und Rabatten fort. Ein idealisiertes Eden, ein typisch englisches Landschaftsgesamtkunstwerk. England ist ein Land der Gegensätze, der Vanbrughs und Howards, wie der Nortons oder Harley-Davidsons. Ein verschlafenes, konservatives Städtchen wie Helmsley kann sich urplötzlich in eine tosende Arena verwandeln, um dann wieder in tiefen Schlaf zu versinken. Ein ganz normaler Tag im malerischen Rydale am Rand der Yorkshire Moors.
Eisenbahnromantik in den Tälern und Mooren von Yorkshire. Das sind nicht bloß schnöde Transportmittel. Diese Züge haben immer auch bewegt, Gefühle geweckt. Die Fahrt mit der historischen Dampflok der North York North Railway geht von Pickering nach Norden. Und auf der Zeitachse ein kleines Stück zurück in die Vergangenheit. Liegt der Bahnhof von Goathland. Hier hat sich seit 100 Jahren nichts verändert. Eine perfekte Filmkulisse. Goathland, das ist Harry Potters Hogwarts Station. Goathland ist auch ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen durch die romantischen Täler und Moore Yorkshires. Immer hat diese Landschaft auch Dichter inspiriert. Walter Scott etwa, Charles Dickens oder Sylvia Plath. Am engsten ist sie mit den Werken dreier Pfarrerstöchter verbunden. Eine von ihnen schwärmt von der Heimat. In meinem Rücken und zu beiden Seiten breiten sich große Moore und weit über dem Tal zu meinen Füßen steigen in Wellen die Berge auf. Und das Heidekraut wächst tief und wild bis an die Ränder. Yorkshire ist Bronte Country. Das Pfarrhaus von Haworth ist neben Shakespeares Geburtshaus in Stratford zu dem Wallfahrtsort für Literaturfreunde in England geworden. In der Enge dieses Hauses wuchsen die Pfarrerstöchter Anne, Emily und Charlotte Bronte auf. Unter männlichen Pseudonymen begann ihre Karriere, entstanden Gedichte und Romane, in denen viel von Gefühlen die Rede ist, die sie selbst nie erlebt haben. Liebe etwa. Der Tod war ihnen viel näher. Damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, wurden die Menschen in den Fabriken von Yorkshire ausgebeutet und starben jung. Wie die Bronte Sisters selbst. Haworth heute. Das ist ein verschlafener, fast idyllischer kleiner Ort am Rand der Moore. Eine Romantisierung der Realität, ähnlich den Traumwelten, die die Brontes zu ihrer Zeit ersonnen haben. Romantik ist ein Begriff, der im Zusammenhang mit den Hügeln und Tälern von Yorkshire häufig gebraucht wird. Romantisch muten die Ruinen der Abteien an, die hier verstreut liegen. Im Tal des River Rye etwa die gewaltigen Überreste von Rivaulx Abbey. Rivaulx war die erste Zisterzienserabtei Nordenglands, gegründet 1131. Die Außenmauern von Langhaus und Kreuzschiff sind noch gut erhalten. Die massiven Säulen und hoch aufragenden Bögen lassen die Größe des gotischen Gotteshauses leicht erahnen. Vier Jahrhunderte existierte dieses Zentrum klerikaler Kultur in Yorkshire.